Hallöchen, ihr Lieben. Ja, welch ungewöhnlicher Anblick. Man sieht heute mal mich, was selten vorkommt, aber zwischendurch ja dann doch mal. Und zwar habe ich vor einiger Zeit ja mal erwähnt, dass ich zwischendurch mal Themenvideos machen möchte. Das finde ich ganz, ganz interessant. Einfach verschiedene Themen, die mich gerade so interessieren oder wo mich eure Meinungen interessieren oder ihr Tipps habt, je nach Thema natürlich. Ja, man kann über Themen diskutieren oder wie gesagt, ihr habt Tipps, Tricks, was auch immer, je nach Thema. Und heute geht es auch schon los. Und heute soll es um das Thema Citalopram gehen, denn da haben mich immer wieder mal viele gefragt, wie es mir inzwischen geht. Ihr wisst ja, dass ich schon sehr viele Jahre, und zwar im Mai werden es jetzt tatsächlich 25 Jahre, dass ich seit 25 Jahren ja, eine psychische Erkrankung habe. Ich habe eine Angststörung mit Panikattacken, wie gesagt, schon sehr viele Jahre. Und ja, und das Medikament Citalopram nehme ich jetzt tatsächlich seit 3 Jahren, und zwar seit dem 7. Februar 2017. Und das war für mich ein riesen, riesen Schritt, ein sehr großer, sehr schwerer Schritt. Das habe ich damals alles auf Instagram festgehalten. Wenn ihr mal auf Instagram schauen möchtet, da habe ich den Weg, wie ich eingeschlichen habe mit Citalopram, habe ich so ein bisschen dokumentiert und so ein bisschen festgehalten, was ich für mich selber auch sehr interessant finde. Instagram ist so ein bisschen für mich so ein Tagebuch geworden. Und wie gesagt, ich nehme das jetzt seit 2017. Die Einschleichphase für mich war sehr, sehr, sehr schwierig und wirklich echt nicht einfach. Die Standarddosis bei Citalopram beträgt 20 Milligramm und ich habe ungefähr angefangen mit 3 oder 4 Milligramm, ohne Witz, denn die Ärzte, die sagen nicht, ja, schleichen Sie ganz langsam ein, nehmen Sie erst stückelweise oder stückeln Sie sich die Tablette klein und nehmen Sie krümelweise. Darauf kann nur ich als Angstpatient kommen, aber die Ärzte nicht, die sagen, fangen Sie gleich mit 10 an, eine Woche später 20 Milligramm. Klar, man ist dann schnell auf 20 Milligramm, aber für mich war das klar, dass ich das genau so niemals, niemals, nie machen werde und habe ich auch nicht und das würde ich auch nie und genauso, wenn ich mal ausschleichen sollte, wird das für mich so niemals in Frage kommen, wie die Ärzte das sagen oder vorschlagen, denn da heißt es beim Ausschleichen, wenn man jetzt zum Beispiel 20 Milligramm nimmt, ja, ne, von 20 runter auf 10 und von 10 auf 0. Das ist der schlimmste Fehler ever, den man machen kann. Und ich glaube, das werden viele bestätigen, die das schon mal versucht haben. Ich habe noch nicht versucht auszuschleichen. Ich nehme es seit 3 Jahren und ich glaube, ich werde es wahrscheinlich vermutlich mein Leben lang brauchen. Ich habe keine Ahnung. Ausschleichen ist erstmal noch kein Thema. Aber kommen wir mal zum Anfang zurück. Ich habe, wie gesagt, sehr langsam eingeschlichen und also wirklich schrittweise. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich auf 10 Milligramm war. Und dann habe ich für mich gedacht, okay, vielleicht bin ich ja derjenige, welche, weil ich ne, habe ja nie großartig Medikamente genommen, vielleicht reichen bei mir ja schon 10 Milligramm. Und war dann auch wirklich einige Wochen auf 10 Milligramm. Also ich habe bei 10 Milligramm erstmal einen Stopp gemacht und nicht weiter erhöht. Ich glaube 4 Wochen. Ich wollte einfach mal 4 Wochen warten. Hat natürlich nichts gebracht, weil es ist nun mal Fakt. Citalopram braucht schon mindestens 20 Milligramm, das ist die Standarddosis und die Dosis, die auch wohl erst wirkt, ja, sozusagen. Ja, also bin ich dann weiter auf 20 hoch, wie gesagt, auch wieder in kleinen Schritten. War schwierig, weil man kriegt ja nicht die Dosis so, wie man sie braucht, also in Tablettenform. Und man kann maximal höchstens auch je nach Tablette nur halbieren. Bei den 10 Milligramm selbst kann man da auch nicht halbieren. Das war wirklich schwierig. Ich habe dann da echt mit einem Messer und mit einer Feinwaage gearbeitet. Also wirklich total krank. Aber für mich hat es so gut geklappt. Und trotzdem war die Einschleichphase dennoch schwierig. Ich habe viele Monate lang vermehrt Panikattacken gehabt. Oder Wochen, paar Wochen, also es war in dieser Einschleichphase hatte ich vermehrt Panikattacken und vor allem unglaubliche Unruhe und wie gesagt viel, viel, viel Angst. Da sei jetzt nun dahingestellt, ob es eine Nebenwirkung war oder natürlich eben, ja, aber gut,
Ich kenne meine Ängste, ja, 25 Jahre, und ich kann für mich definitiv behaupten, dass ich schon Nebenwirkungen hatte von dem Citalopram, denn solche Unruhezustände hatte ich vorher nie, und diese permanente Unruhe und permanente Angst, ich war ja, der Angstpegel war ja extrem hochständig, das war schon vom Citalopram, das ist einfach mal Fakt. Und das ist, sagt man ja auch, dass es beim Einschleichen erstmal sein kann, dass die Ängste sich verschlimmern, ja, oder auch die Depression. Wie dem auch sei, ich war ganz stolz, als ich irgendwann auf 20 Milligramm war. Ich habe jetzt die Daten natürlich nicht im Kopf, aber das steht auf jeden Fall bei Instagram. Ich, doofe Nuss, hätte mir das ja mal rausschreiben können. Aber wie gesagt, das Ganze hat schon ein bisschen gedauert. Im Februar habe ich angefangen, und wann war ich auf 20 Milligramm? Das kann ich nicht sagen. Vielleicht in 2 Monaten. Keine Ahnung, nee. Ich glaube länger, weil ich war ja dann schon, ich habe ja bei 10 Milligramm schon 4 Wochen Pause gemacht. Wie dem auch sei, das Ding ist, dass es schwierig ist. Also ich war dann auf 20 Milligramm und war total stolz. Juhu, ich bin endlich bei der Ziel- und Standarddosis angekommen. Und weil das ist ja, wie gesagt, 20 Milligramm ist ja so die Standarddosis. Joa. Und habe aber dann so mitbekommen, bei 20 Milligramm, dass sich einfach nicht ausreichend verändert hat, ja, was jetzt meine Angst angeht oder auch so die Unruhe. Das war alles noch sehr, sehr komisch. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war einfach komisch. Es war nicht mehr wie vorher. Also es war nicht mehr wie vor Citalopram, und glaubt mir, ich hatte oft Phasen in der Zeit, wo ich mit Citalopram angefangen habe oder eingeschlichen habe. Das war ja ein langer Prozess, weil ich es sehr langsam gemacht habe. Ich hatte ganz oft Phasen, wo ich es hinschmeißen wollte. Das habe ich auf Instagram auch geschrieben, weil ich für mich das Gefühl hatte, mir geht's schlechter mit dem Medikament. Und es war auch so, mir ging es erstmal einfach schlechter. Und das hat lange gedauert, bis das Ganze sich eingependelt hat. Und ich sag euch, wann sich das eingependelt hat, denn bei 20 Milligramm hat sich das Ganze immer noch nicht eingependelt. Ich blieb natürlich eine Weile auf 20 Milligramm, habe gemerkt, bin irgendwann auch wieder langsam, also von 20 auf 22,5 und von 22 auf halb, 22,5 auf 25. War dann also irgendwann auf 25 Milligramm. Und ja, selbst da war das aber alles immer noch, wie gesagt, das war natürlich alles ein Prozess über Wochen, ja, oder sogar Monate, um das Ganze mal abzukürzen. Ich habe dann irgendwann auf 30 Milligramm erhöht, natürlich in Absprache mit meiner Psychiaterin, ganz klar. Wobei, wie gesagt, die Maximaldosis beträgt ja 40 Milligramm bei Citalopram, also die Standarddosis 20, die Maximaldosis 40 Milligramm. Ich fand es natürlich total blöd, weil ich habe schon gehofft, oh, vielleicht komme ich ja schon mit 10 Milligramm klar, ne? Aber es war natürlich nicht so, und leider hat noch nicht mal 20 Milligramm bei mir gereicht. Ich war irgendwann dann auf 30 Milligramm, und erst dann, wirklich dann, habe ich gemerkt, dass ich stabil wurde, ja, dass mein Zustand im Allgemeinen einfach besser wurde. Weil das war am Anfang, das war wirklich so die erste Zeit voll schwierig. Ich fühlte mich überhaupt nicht stabil. Also ich fühlte mich schlimmer als vorher, ohne Citalopram. Das darf natürlich nicht sein. Ich habe schon die Jalousie übrigens ein bisschen runtergemacht. Das ist, ich habe jetzt hier so einen Fleck auf der Stirn. Die Sonne knallt hier rein. Ich mag das total gern, dass Sonne in meinem Wohnzimmer ist. Ich habe leider nur so die Südwestseite hier. Naja, und also es ist schon früher Abend. Aber ich habe das jetzt ein bisschen zugemacht. Trotzdem habe ich hier jetzt gerade so einen Fleck, aber sollte euch nicht stören. Ja, wie gesagt, und bei 30 Milligramm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gesagt habe, Mann. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei 30 Milligramm wurde ich dann halt irgendwie stabiler. Ich muss mal gucken. Moment mal eben, ich mache mal ein Päuschen noch. So, ich habe jetzt mal mich ein bisschen anders hingesetzt wegen dem Fleck hier. Ja,
Wie gesagt, jetzt, ich frage mich die ganze Zeit auch, wann war ich auf 30 Milligramm? Wie gesagt, kann man nachlesen auf Insta, da müsste ich selbst gucken. Geht natürlich jetzt nicht, weil ich mit dem Handy filme. Aber es war schon natürlich ein Prozess über Monate. Also, wie gesagt, im Februar habe ich angefangen, 2017. Wann war ich bei 30 Milligramm? Aber auf jeden Fall noch in dem Jahr dann. Also ganz klar in dem Jahr. Glaube ich. Doch. Doch, 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 bin ja jetzt schon eine Weile auf 30 Milligramm. Genau, und bei 30 Milligramm, also ist es, was ich jetzt sagen möchte, ist, dass ich habe das natürlich vorher auch viel gelesen, man darf nicht aufgeben und also am Anfang neigt man wirklich dazu, die Flinte ins Korn zu werfen und den Dreck in den Müll zu hauen und das war wirklich bei mir auch so. Ich war so verzweifelt manchmal und dachte, oh mein Gott, bei mir wirkt das nicht und mir geht es schlimmer als je zuvor und mir geht es schlechter als je zuvor. Und wollte, wie gesagt, oft gerade am Anfang das Ganze sein lassen. Habe aber durchgezogen weiter und weil ich halt immer auch so im Kopf hatte, du hast einfach nichts mehr zu verlieren. Ich habe mich ja für Citalopram entschieden, weil vorher einfach alles nicht mehr so funktioniert hat. Ich muss dazu sagen, dass ich vor Citalopram Opipramol genommen habe, 9 Jahre lang. Aber das ist eine ganz andere Medikamentenklasse. Also das ist natürlich auch ein Antidepressiva, aber ein trizyklisches Antidepressiva. Also eben eine ganz andere Klasse als jetzt Citalopram oder Venlafaxin und so, das sind ja so die neuen, das sind ja diese SSRIs, die eben aus in dem Serotinhaushalt ne, und so, ihr wisst. Und Opipramol, also was ich vorher hatte, war sowas nicht. Da war natürlich aber auch nicht, war das natürlich jetzt auch nicht so krass, was jetzt das Ausschleichen oder sowas angeht, ne? Ja, aber das Opipramol war, ich habe es halt 9 Jahre genommen, klar, aber so irgendwie, so richtig viel hat es eben nicht gemacht. Vielleicht hat es minimal die Angst natürlich gedämpft, aber das Problem ist, dass Opipramol ist ja sedierend und irgendwie hatte ich auch oder habe. Das ist natürlich besser geworden, hatte ich ja auch Probleme, extreme Probleme mit dem Antrieb. Also ich hatte eben keinen Antrieb. Und da war natürlich Opipramol dementsprechend das falsche Medikament irgendwie. Ja. Also manchmal lag ich, es war eine Katastrophe. Bis ich dann gesagt habe, ey, ich muss was ändern. Das geht nicht mehr. Ich saß manchmal einfach, habe mich auf den Boden gesetzt und saß da wie eine Ölsardine. Hab gegen die Wand geglotzt und konnte nichts mit mir anfangen und war sowas von bocklos. Katastrophe. Und habe mich selbstständig für Citalopram entschieden. Also ich selber habe entschieden, Citalopram, ich nehme kein anderes Medikament. Denn A, kannte ich einige Leute, die Citalopram nehmen und mir von ihren guten Erfahrungen erzählt haben. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Diese Menschen waren auch an meiner Seite in der Einschleichphase. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ja, ich hab natürlich mich sehr viel belesen. Manchmal ist es natürlich, gerade bei Angstpatienten ist es wahrscheinlich nicht immer so richtig. Ich habe extrem viel über Citalopram gelesen. Natürlich auch viel nicht so Gutes, was jetzt Nebenwirkungen angeht oder das Absetzen oder was auch immer. Und oh, ich hatte solche Angst, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe so Angst geschoben, mit dem Citalopram anzufangen. Ich habe auch echt eine Weile gebraucht und ich habe immer wieder gepostet auf Instagram, dass ich mich nicht traue. Und also da bin ich echt froh, dass ich ja sowas wie Instagram und so habe, weil das war für mich schon eine Hilfe. Ja, ja jetzt muss ich mal gucken, was ich noch erzählen möchte und wo ich jetzt bin oder war. Wie viel haben wir jetzt? 14 Minuten geht noch. Ich laber schön schnell. Ich trinke erstmal einen Schluck und ruck mal kurz die Pause. Da bin ich auch schon wieder. Ich muss irgendwie immer weiter wegrücken. Irgendwie ist es so mit der Sonne, die wandert jetzt ins nächste Fenster, wo die Jalousie aber noch oben ist. Also mein kleines Rollo. Weil ich mag ganz gerne lieber die Sonne hier drin haben. Aber wie ihr seht, seht ihr dann nichts, wenn ich hier sitzen würde.
Ja, auch. So, fokussieren. So, da bin ich wieder. Ja, also jetzt kommen wir aber mal zu dem. Also, wie gesagt, ich nehme jetzt seit einiger Zeit Citalopram 30 Milligramm und komme ganz gut zurecht damit. Es läuft. Und natürlich ist es so, dass man so mit der Zeit erst merkt, also wie gesagt, das ist schon ein Prozess, da muss man sehr viel Geduld haben, man muss wirklich richtig eingestellt sein. Und es war, es ist so schwierig am Anfang. Also das muss ich sagen, da rede ich auch nichts gut. Also ich habe das als schwierig empfunden, die erste Zeit, weil man, wenn man nicht richtig eingestellt ist, einfach teilweise sich sogar. Für mich war es so, teilweise sogar schlechter fühlt als vorher. Ja? Was jetzt vor allem Unruhe angeht, das sind ja nun mal so diese typischen Nebenwirkungen. Unruhe vermehrt vielleicht auch Ängste und Panikattacken. Aber jetzt kommt zu dem Aber. Es gibt ja natürlich auch Vorteile. Es ist schon so, kommen wir mal zu dem, wie gesagt, ich bin auf 30 Milligramm schon eine ganze Weile. Sagen wir einfach mal jetzt 2,5 Jahre. Ja? Ich nehme jetzt seit 2,5 Jahren diese 30 Milligramm Dosis. 2 Jahre, aber ich glaube länger. Ich war irgendwann ja bei 30 Milligramm. So lange hat es dann auch nicht gedauert. Ja, mein Bauch krummelt. Habt ihr vielleicht gerade mitbekommen? Ich trinke nämlich Cola. Irgendwie meckert der Bauch gerade so ein bisschen. Ja, was hat sich verändert? Also, ich habe natürlich schon ganz klar gemerkt, wie gesagt, das war alles ein Prozess, was ein bisschen länger gedauert hat. Irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, jetzt bin ich stabil. Also jetzt ist alles, es wird alles wieder ein bisschen normaler, man fühlt sich wieder normaler, in Anführungsstrichen. Und was ich aber halt dann gemerkt habe, also ich habe schon gemerkt, ich habe mehr Antrieb. Das muss ich ganz deutlich sagen. Also der Antrieb ist auf jeden Fall viel, viel besser. Und die Panikattacken auch. Also es gibt für mich Unterschiede zwischen Panikattacken und Panikattacken und Angst und Panikattacken. Also vielleicht versteht mich der eine oder andere. Also ich habe ja meine Angststörung seit 25 Jahren und ich habe schon tausende Panikattacken ausgehalten. Und es gibt so Panikattacken. Zum Beispiel bei mir sind es die nächtlichen, die mich teilweise aus dem Schlaf reißen. Die sind teilweise bei mir mit am schlimmsten, denn die kriege ich nicht sofort in den Griff. Die sind so massiv, dass ich manchmal dann hier wirklich oder fast immer wirklich die ganze Nacht saß wie eine Eins und wirklich starr war vor Angst. Starr, 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 starr natürlich, also steif. Ja. Und diese Ängste dauern, wenn ich Pech habe, dann locker auch schon mal 8 Stunden. Ja, das hatte ich schon, dass ich 8 Stunden hier wirklich 8 Stunden Panik hatte. Ja, viele sagen ja immer, ja, Panikattacken maximal eine halbe Stunde. Nö, also ich habe auch schon Panikattacken gehabt, die 8 Stunden angedauert haben. Und genau, das sind so die schlimmen, also das sind so die Panikattacken, die wirklich horrormäßig sind, wo man echt wirklich echt nicht mehr leben will in dem Moment, weil man, also das ist auch so eine, also diese nächtlichen Panikattacken, wenn ich hier sitze 8 Stunden, die lassen sich, da kann man sich nicht ablenken, wenn ich auch manchmal im Internet lese. Ja, man soll das und das tun bei Panikattacken, spazieren gehen oder eine heiße Badewanne oder singen oder lesen oder im Internet surfen. Hallo? Ich weiß nicht, wer sowas schreibt im Internet, aber das sind Leute, die wahrscheinlich selber noch nie Panikattacken hatten. Denn, sorry, ich persönlich, wenn ich richtig doll Panikattacken habe, kann gar nichts mehr machen. Ich bin wirklich, ich habe solche Angst, dass nichts anderes mehr funktioniert. Das heißt, ich persönlich, ich rede von mir, bin handlungsunfähig. Da kann ich nicht lesen oder mich mit irgendwas ablenken. Ich bin absolut handlungsunfähig. Ich kann auch nicht liegen und schlafen. Also liegen bei Angst schon mal gar nicht. Also ich sitze dann hier wie ein Brett und es klingt krass. Ich kann es nur aushalten. Es geht nichts anderes. Ich könnte natürlich ein Valium fressen oder eine Tavor. Ich habe auch als
Notfallmedikament immer Tabor im Haus, aber ich nehme es nicht. Aber es ist für mich gut zu wissen, dass ich es da habe. Kurioserweise nehme ich es nicht, selbst wenn ich die schlimmsten Panikattacken hatte. Ich weiß nicht warum. Ich bilde mir immer ein, nein, wenn du jetzt so eine Tablette nimmst, Tabor, ja, ist ja bekannt zum Beispiel. Also Tabor ist halt ein Medikament bei akuten Panikattacken. Das darf man natürlich auch nicht dauerhaft nehmen. Das macht wirklich arg abhängig. Das will ich an dieser Stelle sagen. Das ist halt sowas, also das ist halt ein Benzodiazepam, also sowas wie Valium im Grunde. Das macht halt wirklich schwer abhängig. Und wenn man aber eine Tavor mal nimmt als Bedarfsmedikament oder als Notfallmedikament, wenn man zum Beispiel Flugangst hat oder so oder arg doll Zahnarztangst und wirklich nur eine nimmt, wenn man mal zum Zahnarzt muss, dann ist es in Ordnung. Nicht, dass ich das jetzt gutheißen möchte, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich nehme es nicht, hab's aber im Haus und habe meine stundenlange Panikattacken immer einfach ausgehalten und mir eingebildet, nö, wenn ich jetzt was nehme und es geht weg, dann weiß ich, das liegt nur am Tabor. Ich möchte das aus eigener Kraft, dass es aus eigener Kraft weg ist. Das ist so ein ganz krankes Ding bei mir, dass ich, also ich weiß nicht, warum ich mir das antue oder angetan habe, immer und immer wieder dann keine Tabor zu nehmen, obwohl ich sie im Haus habe. Denn das ist schon hardcore, wenn man hier die ganze Nacht sitzt und vor allem nachts, wo alles noch stiller und ruhiger ist und alles um einen herum, es ist dunkel, es ist alle schlafen. Und ich sitze hier und habe einfach nur Angst, warum ich mir das antue, ja. Aber ich ticke so und ich weiß nicht warum. Also meine Angststörung hat ja ganz viel mit Kontrollverlust zu tun, also mit Angst vor Kontrollverlust. Ich bin ein absoluter Kontrollfreak und ich habe generell scheinbar Probleme, Kontrolle abzugeben oder Kontrolle aufzugeben oder wie man auch immer dazu sagt. Und da gehört sowas eben alles zu. Ja, ich muss aus eigener Kraft schaffen und ich darf jetzt keine Tablette nehmen. Also ja, total benabbelt, aber es ist leider so tickig. Ja, so und jetzt möchte ich noch sagen zu dem Citalopram. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich stabiler, ich habe mehr Antrieb und meine Panikattacken als solches haben sich um einiges reduziert. Also ich kann sagen, dadurch, dass ich das immer poste auf Instagram, sonst wüsste ich das gar nicht so genau, die massiven Panikattacken, von denen ich gerade geredet habe, diese nächtlichen massiven 8 Stunden Panikattacken, wo ich echt denke, ich werde verrückt, ich springe jetzt aufs Fenster, ich kann nicht mehr, also die sich so wirklich ganz schwer aushalten lassen. Die hatte ich letztes Jahr tatsächlich 2 Stück in einem Jahr. 2 oder 3, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube aber 2. Also maximal 3 letztes Jahr, was natürlich völlig in Ordnung ist. Also jede Panikattacke ist eine zu viel, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber man hat diese Krankheit und mittlerweile habe ich es eben auch so angenommen. Ich habe seit 25 Jahren und ganz ehrlich, ich kenne es nicht mehr anders, ja. Und also ich weiß nicht, wie es ist, ohne psychische Erkrankung zu leben. Also es wäre schön, wenn ich es könnte, aber ist eben nicht so und es wird auch nie wieder so sein. Irgendwann muss man sich dessen natürlich auch bewusst sein. Also ich bin's. Zumindest, da bin ich realistisch, bin 45 Jahre alt. Ich habe seit 25 Jahren überlegt mal, wie alt ich da war. Also ich war 20, das ist Wahnsinn. Also ich habe ja ganz viel in meinem Leben verpasst. Ich hab ganz viel nicht erlebt, nicht erleben können. Sei es irgendwelche beruflichen Geschichten oder also es ist leider so, dass ich ganz viel dadurch mir wurde oder die Ängste oder die Angststörung hat mir eben da leider auch ganz viel genommen, ne? Irgendwelche beruflichen Werdegänge und Kinder und das sind aber alles Themen, die ich auch noch habe, so zum Beispiel Kinder und bla. Naja, wie dem auch sei. Deswegen ist es natürlich schon ein großer Fortschritt, wenn ich sage, okay, oder wenn ich meine Panikattacken jährlich an einer Hand abzählen kann. Jetzt kommt aber dieses Aber auch nochmal. Ich rede jetzt von diesen massiven Panikattacken, die wirklich nachts da mich über Stunden völlig lahmlegen, ja, wo nichts mehr funktioniert. Von denen habe ich jetzt gesprochen. Dann gibt es natürlich noch Angst. Also Angst habe ich immer noch. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt Citalopram nehme und keine Angst mehr verspüre. Soll ja und darf ja auch nicht sein. Wir müssen Angst verspüren, denn Angst schützt uns ja auch. Ne? Es ist ja schon,
schon richtig, dass der Mensch Angst hat, oh, weil es uns eben schützt, ja, über die Straße zu gehen oder so Geschichten. Ihr wisst, was ich meine? Natürlich ist meine Angst krankhaft, ne? Deswegen habe ich natürlich, es ist eine Phobie, ich habe halt krankhafte Angst, also einfach irrationale Angst, Angst anstelle, wo man keine haben muss. Ja? Also Angst habe ich immer noch. Ich habe zum Beispiel extreme Angst vorm Tod und da wirkt das Citalopram so gar nicht. Ich habe auch immer noch meine, ich nenne die immer Todesangstattacken. Das ist wieder aber eine andere Art von Angst, als die, die ich euch gerade erklärt habe, wo ich nachts hier wirklich 8 Stunden sitze mit Mega-Panikattacken und insbesondere dann mit diesen extremen körperlichen Symptomen, die wirklich überhaupt kaum schwerst, wirklich nur schwer auszuhalten sind. Und dann gibt es eben diese, ich nenne sie wie gesagt Todesangstattacken. Darüber kann ich aber auch mal in einem anderen Video reden. Und das habe ich noch. Und das nimmt mir das Citalopram auch nicht. Wie gesagt, mehr Antrieb, weniger Panikattacken und ich bin schon, wie soll ich sagen, angstfreier in vielen Situationen. Also das Einkaufen fällt mir viel leichter als früher. Ich stelle mich an die Kasse und dann ist es eben so. Es kam natürlich vor, auch mit Citalopram, dass ich an der Kasse mal Angsthoscher hatte, aber es ist seltener. Ja, es ist viel, viel seltener. Und das freut mich schon sehr. Jetzt komme ich einfach mal noch zu dem Thema, dass sich mit so einem Medikament aber leider auch einiges ändert, was man nicht so toll findet. Man muss halt deswegen auch wirklich immer abwägen, Nutzen, Risiko, ja, oder Nutzen, Schönheit, je nachdem, um was es geht. Gewichtszunahme, das kommt nämlich gleich. Und jetzt muss ich aber mal gucken wegen der Sonne. Das geht mir ein bisschen auf den Keks hier. Also wollen wir uns ja mal nicht beschweren. Die Sonne ist ja schön, ne? Aber das nervt beim Drehen nervt's. So, da bin ich wieder. Was ein Drama mit der Sonne. Jetzt musste ich ja ein bisschen verdunkeln. Aber wisst ihr was? Ich habe mein Tagebuch rausgekramt. Ich habe nämlich 2017 dieses süße Molang-Tagebuch geführt. Und da habe ich natürlich auch drin zu stehen, wann, wie, weshalb, warum. Also ich kann euch zumindest mal schnell sagen, ich habe eben mal geschaut. Also angefangen mit Citalopram habe ich, wie gesagt, am 7. Februar 2017. Und also am 7. Februar. Und ich war am 15. März, und ging ja dann doch relativ schnell, also 6 Wochen, sage ich mal, 5 Wochen, war ich auf 20 Milligramm. Ja, also Zieldosis erreicht, 20 Milligramm. Das war am 15. März 2017. Und ich kann euch bestimmt auch noch sagen, wann ich bei 30 Milligramm war. Müsste ich jetzt mal ein bisschen rumblättern. Moment mal eben. Ja, finde ich jetzt nicht. Ich meine, steht ja auch eine Menge drin, ne? Aber wie gesagt, ich war also im Februar angefangen, im März war ich schon auf 20 Milligramm, hätte ich gar nicht gedacht. Und angefangen mit 25 Milligramm, das habe ich gefunden, habe ich am 2. Juni, also Februar, März, April, Mai, 3 Monate später, habe ich mit 25 Milligramm angefangen, was dann ja auch nicht so toll war. Und deswegen, also am 2. Juni mit 25 Milligramm, kurz danach waren es dann schon 30. Also ich bin schon mindestens 2,5 Jahre, wie gesagt, auf 30 Milligramm. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo wir waren. Ah ja, genau, in der Vor- und Nachteile. Ja, ich will nämlich hier langsam mal zum Schluss kommen. Also, was bei mir der Fall ist, es verändert sich natürlich schon was. Und was ich bemerkt habe, so über diesen Zeitraum jetzt, das ist auch nicht sofort, das kommt so mit der Zeit, dass man das einfach merkt. Und zwar ist das bei mir so, dass ich schon gemerkt habe, und das habe ich letztes Mal auch bei meiner Psychiaterin angesprochen, ob das so sein kann und von dem Medikament auch. Und natürlich ist es so von dem Medikament. Ich habe es fast gedacht. So. Ich habe teilweise das Gefühl, dass ich also ein bisschen, das klingt ein bisschen blöd. Ich bin natürlich ein Gefühlsmensch und das war ich auch immer. Und das bin ich nach wie vor. Aber ich bin manchmal habe ich das Gefühl, emotionsloser. Ja, also ich fühle mich manchmal etwas abgestumpfter und das gefällt mir nicht so. Wobei, da hat meine Psychiaterin eben auch gesagt, das ist wahrscheinlich Sinn der Sache, ja, wenn man so ein Medikament nimmt,
dass man wahrscheinlich da so ein bisschen abstumpft und vieles nicht mehr so an sich rankommt. Soll wahrscheinlich ja so sein, ja, wenn man Angstpatient ist. Aber das finde ich schon ein bisschen blöd, dass ich wirklich so ganz klar für mich merke, oh Mann, ey, du bist ja so teilweise echt abgestumpft. Und vieles ist mir egal geworden. Das finde ich nicht so schön. Ja, es ist. Mich würde halt interessieren, und deswegen mache ich solche Themenvideos, wie das so. Also, mich würde mal wirklich interessieren, bei Leuten, die auch vielleicht Citalopram nehmen, was für eine Dosis ihr nehmt und was ihr so für euch mitbekommen habt, so Vor- und Nachteile. Also, bei mir ist es, wie gesagt, dass ich merke, abgestumpft. Und extreme Schlafstörungen, klar, habe ich mit Sicherheit vorher auch schon gehabt, aber ich finde, das ist, glaube ich, auch verstärkt worden mit dem Citalopram, weil das ist nun mal ein antriebssteigerndes Medikament und ich tue mich da scheinbar schwer, abends oder nachts einfach runterzufahren. Und das Problem ist aber, dass ich teilweise dadurch oft eine Tagmüdigkeit habe, oft zum gewissen Zeitpunkt so. Ich habe meistens so, ja, mittags, früh nachmittags so ein, boah, so ein Hangover, Hangdown, Hangover, wo ich auch echt denke, ich will einfach jetzt umkippen und schlafen. Und da muss ich oft dann gegensteuern, indem ich dann halt laufen gehe. Das hilft mir unglaublich. Also ich bin echt voll der Läufer geworden. Das ist wahrscheinlich das Gute bei Citalopram. Ich habe früher überhaupt, bin überhaupt nicht gern gelaufen. Und jetzt gehe ich ja wirklich sportlich laufen sozusagen. Heute war ich zum Beispiel, ja, habe ich sogar auf meiner Uhr, heute war ich schon knapp 10 Kilometer unterwegs. Das ist schon ordentlich und das finde ich auch toll. So, gut. Dann kommen wir noch zu einem Punkt. Der wichtigste aller Punkte bei mir ist leider das, was mich am meisten belastet, mit, naja, doch am meisten, fast am meisten, die Gewichtszunahme. Ich habe wirklich gedacht, ich nehme nicht zu. Also ich habe ja vorher schon 9 Jahre Opipramol genommen. Wie gesagt, ist eine andere Medikamentenklasse, aber selbst da haben viele zugenommen von. Ich nicht. Und deswegen dachte ich, naja, Citalopram, also ich neige nicht dazu. Ich neige nicht zur Gewichtszunahme. Ich war immer schon dünn. Ich nehme nicht zu. Ich hätte ganz ehrlich, ich bin wirklich ehrlich, ich hätte auch nie im Leben gedacht, dass ich zunehme. Und ich habe ordentlich zugenommen. Viele sagen, was willst du denn? Du bist immer noch schlank. Das ist egal. Also ich persönlich, also man sieht deutlich, dass ich zugenommen habe. Und ich merke es auch ganz deutlich, weil mir meine ganzen Jeanshosen nicht mehr gepasst haben. Die sind alle im Keller aussortiert. Und das frustet mich ehrlich gesagt schon. Ich bin, also wenn bekannte Freunde, ich war auch schon mit Menschen zusammen, ob jetzt Frau oder Mann, die schon korpulenter waren. Also ich hatte schon Beziehungen mit Menschen, die eben nicht hundertprozentig schlank waren oder korpulenter oder sogar etwas dicker waren. Und es hat mich nicht gestört und stört mich auch nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Für mich persönlich bin ich so ein bisschen Körperästhet und kann das überhaupt nicht ab. Also für mich persönlich habe ich ein Problem damit. Und ganz ehrlich, es belastet mich. Denn seit meiner Teenagerzeit, also als ich dann eben ausgewachsen war, ich bin 1,70 groß, ich habe immer die 5 davor gehabt. Also das heißt, ich habe immer zwischen 52 und 56 Kilo gewogen, je nach Alter und so, ne? Klar, je nach Stress. Ich war auch mal sehr, sehr dünn. Ich meine, 52 Kilo mit 1,70 ist natürlich zu dünn. Aber ja, ich hatte früher eben auch Angst vorm Essen teilweise, habe anders mit Sicherheit weniger gegessen als heute. Ich rede aber von ganz, ganz früher, ja, als die Angst auch angefangen hat, also meine Angststörung, da war man natürlich sowieso nicht gut drauf und hatte nicht Appetit. Es hat sich ja natürlich alles eingependelt. Ich habe seit 25 Jahren Angst, wie gesagt. Aber ich kann euch mal sagen, wie das hier läuft. Ich schreibe mir das Ganze nämlich hier in meinen Planner. Das ist mir schon wichtig. Ich gehe mich regelmäßig in der Apotheke wiegen. Zu Hause mag ich das nicht. Ich finde diese Zuhausewaagen total doof. Habe jetzt auch keine. Und gehe mal in die Apotheke. Ich war heute wieder, weil ich in der Nähe war. Und ja, es frustet mich schon. Und ich habe genau in der Zeit zugenommen, als ich so tatsächlich so
Bei den 30 Milligramm war. Es war ja nicht, dass ich sofort zugenommen habe. Auch das war schleichend und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Nur die Waage hat mir irgendwann was anderes erzählt. Und natürlich habe ich es irgendwann na klar mitbekommen anhand meiner Jeanshosen und so. Aber jetzt heutzutage sehe ich es natürlich auch und es frustet mich sehr. Und zwar kann ich euch mal sagen, ich habe schon immer, wie gesagt, ich wiege mich seit 2013 immer mal in der Apotheke. Ich habe die Waage so für mich entdeckt. Ich finde die toll, weil die zeigt den BMI-Wert, die Größe, dein aktuelles Gewicht und dann wird auch angezeigt, was eben Normalgewicht, Untergewicht und Übergewicht. Also ich bin im Normalgewicht und trotzdem bin ich super unzufrieden, denn ich sag euch mal kurz, wie das bei mir immer so war. Also ich habe im Juni 2013, lange her, ja, ich habe da noch gar keinen Citalopram genommen, aber um einfach mal zu zeigen, was bei mir immer so das Gewicht war, hatte ich 53 Kilo. Im Juli 13 hatte ich auch 53 Kilo, also 53,5. Dann hatte ich im November 2014 54,7 Kilo. Dann hatte ich im Oktober 2015, also ein Jahr später, 55,4 Kilo. Dann ging es los. Da hatte ich 2 Jahre, habe ich mich nicht gewogen. Also ich hatte mich Oktober 2015 gewogen und dann im Juni 2017. Das heißt, da war ich schon auf Citalopram, aber erst 4 Monate. Da hatte ich auch ganz normal ein Gewicht von 55 Kilo, wie gehabt. Im Juli 2017 hatte ich auch noch 55 Kilo, also 55,3. Da war ich, wie gesagt, 4 Monate auf Citalopram, muss dazu sagen, wie gesagt, da war ich aber auch erst bei 20 oder maximal 25 Milligramm. Und jetzt kommt der Hammer. Das war leider das Problem, das bereue ich so ein bisschen. Ich habe mich dann ewig nicht gewogen. Und zwar genau in der wichtigen Zeit, in der ich scheinbar schleichend zugenommen habe. Denn, wie gesagt, das letzte Wiegen war dann im Juli 2017. Da war noch alles in Ordnung. Und dann im Oktober 18. Das heißt, etwas über ein Jahr später, genau in der Zeit, muss ich zugelegt haben. Wie gesagt, da war ich dann bereits auf 30 Milligramm. Denn jetzt kommt's. Ja, etwas über ein Jahr später war ich von 55,3 bei 64,1. Das heißt, das sind einfach mal fast 10 Kilo mehr. Ja, und das ist ganz klar keine Ausrede, weil viele denken immer, und habe ich vielleicht auch oh, immer diese Ausreden, oh, das kommt für Medikament. Bei mir, und da lege ich meine Hand ins Feuer, bei mir ist meine Gewichtszunahme eindeutig, ganz klar, liegt wirklich auf der Hand vom Citalopram, weil ich immer, immer, immer essen konnte, was ich möchte. Ich habe immer ungesund gegessen, also ungesund in Form von Sachen, die eben Pizza, Pommes, Nutella, so. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe nicht 1 Gramm zugenommen. Ihr habt es hier gesehen, 2013 und so war das auch die Jahre davor. Ich habe, wie gesagt, die Waage nur dann entdeckt hier. Ja, und was soll ich sagen? Mittlerweile, das war, wie gesagt, Ende 2018, dann habe ich mich wieder gewogen am 4.4.19. Da war ich schon bei 65 Kilo. Und im Juni 19 hatte ich tatsächlich 64, also wieder ein Kilo weniger. Im August 2019 war ich bereits bei 66,3 Kilo. Im Januar 20, also in diesem Jahr im Januar, bei 67 Kilo. Am 3. März bei 67,8. Und heute war ich auf der Waage und es hat sich gehalten. Also ich bin aktuell tatsächlich also ich bin bei 67 Kilo und 900 Gramm, also fast 68 Kilo, finde ich zu viel. Mein BMI-Wert ist im Normal, ich bin im Normalgewicht, aber wisst ihr, für mich ist es ein Problem, wenn man immer, 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 all die Jahre, seit man denken kann, also zumindest seit man ausgewachsen ist, als Kind ist was anderes, immer die 5 davor hatte, ich finde, ich meine, ich gehe auf 70 zu. Ich finde, das ist wirklich, wirklich grenzwertig. Und ich für mich persönlich habe ein Problem damit. Viele sagen, mein Gott, es sieht gut aus und du warst viel zu dünn und jetzt sieht es doch gut aus. Aber es ist, ich merke ja, das alleine ist schon total frustrierend,
meine Hosen passen nicht mehr. Es ist ganz ehrlich, mich frustriert das. Ich muss komplett neue Hosen kaufen. Und ich habe so tolle Jeanshosen, die sind alle im Keller gelandet und ich könnte kotzen. Ich könnte einfach kotzen, wenn sich deine Jeansgröße von Weite, ich weiß nicht, nee, Inchgröße hatte ich mal irgendwann vor Jahren, vielleicht 28 oder 29 Weite, ja, jetzt brauche ich eine 32er. Ist nun mal so, ja, oder 31. Mann, nee, das geht gar nicht. Also, deswegen mache ich solche Videos, denn ich würde ganz gerne mal wissen, wie es bei euch so ist. Meine Schwester hat übrigens 20 Kilo zugenommen, die nimmt auch Citalopram, Escitalopram. Das ist im Grunde derselbe Wirkstoff, nur ein bisschen reiner. Dennoch Gewichtszunahme 20 Kilo. Und ich kenne sogar Frauen, die sagen, die haben 30 Kilo zugenommen. Und ganz ehrlich, für mich ist das, wäre das ein Riesenproblem und spätestens da würde ich handeln. Also, wenn mein Gewicht jetzt so bleibt und stagniert, kann ich damit noch leben. Aber wenn mein Gewicht weiter steigt, bekomme ich hier wirklich Probleme. Und da muss ich dann wirklich gucken. Also wie gesagt, das sind so die Dinge. Und extrem und wirklich extrem. Und das ist auch super belastend. Ich habe auch schon mit dem Arzt gesprochen. Aber es kommt eben auch vom Citalopram. Schweißausbrüche. Das ist kein normales Schwitzen mehr. Und ohne Scherz. Ich war immer eher die Frostbeule. Aber was hier abgeht mit dem Citalopram, hat mit normalem Schwitzen nichts mehr zu tun. Wenn ich Sport machen gehe, wenn ich laufen gehe und wie ein Schwein schwitze, okay, nehme ich in Kauf, ich mache gerade Sport, wobei ich da auch übermäßig schwitze. Das ist, ich komme nach Hause und wirklich das T-Shirt kann man auswringen. Das kenne ich so nicht, auch von früher, als ich Sport gemacht habe, nicht. Ja? Das sind, wie gesagt, so die K.O.-Kriterien vom Citalopram. Also bei mir ganz eindeutig Gewichtszunahme, Schweißausbrüche, Schlafstörungen und das sind so die drei Sachen. Und ja, es hat sich von in meiner Gefühlswelt auf jeden Fall was verändert. Ich bin ein bisschen abgestumpfter, stört mich wahnsinnig. Aber das sind so Sachen, da sage ich, okay, damit kann ich dann vielleicht auch noch leben, wenn ich weniger Panikattacken habe. Denn es nützt nichts. Man muss halt wirklich für sich ganz klar entscheiden, was ist wichtiger. Ich muss abwägen. Aber wenn es jetzt um mein Gewicht geht, da hört es dann irgendwann auf. Ja, da hört es dann irgendwann auf. Und also ich würde ein Problem bekommen, weil ich kann jetzt auch nicht mal eben so locker sagen, ich setze Citalopram ab. Wir wissen alle, was das bedeutet. Es ist ein Riesenproblem, so ein Medikament abzusetzen. Ich würde natürlich ganz, ganz gemächlich ausschleichen, genau wie ich eingeschlichen habe. Aber ich hätte wahnsinnig Angst davor, denn es ist ja schon so eine gewisse psychische Abhängigkeit. Und ich möchte nicht da zurück, wo ich schon mal war, ja. Und da hätte ich ein Problem. Also das jetzt zu diesem Thema. Und dann noch zum Schluss das. Ich habe natürlich mit meiner Psychologin drüber gesprochen, auch wegen der Schlafstörungen, denn das ist natürlich auf Dauer auch nicht gerade ein toller Zustand. Also bei mir ist es so, dass ich zwischen 3 und 4 Uhr morgens gar nicht mehr schlafe. Also ich schlafe erst morgens um 3, 4, also zwischen 3 und 4. Das hat sich einfach so jetzt eingependelt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn ich natürlich erst morgens um 4 schlafe, nicht um 8 Uhr morgens aufstehe. Das heißt, ich stehe später auf, mein Biorhythmus ist im Arsch. Und meine Psychiaterin meinte neulich eben auch, das ist natürlich schon ein Problem, weil das ist ja depressionsfördernd. Ja, ich habe ja natürlich schon auch depressive Schübe, ganz klar, die habe ich auch nach wie vor, auch mit Citalopram. Das habe ich ganz vergessen, ich war jetzt nur bei den Ängsten. Bin auch ein Depressionspatient. Aber wie gesagt, im Allgemeinen ist der Antrieb besser und dennoch habe ich Phasen, wo es mir nicht gut geht. Und das habe ich auch mit Citalopram. Aber ich glaube, jeder normale, gesunde Mensch hat auch mal Phasen, wo er sich einfach ein bisschen depressiv fühlt oder was auch immer. Wenn es heutzutage ist ja auch alles nicht so einfach. Ne? Also es ist nicht so, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist nicht so, dass ich Citalopram nehme und sage, ich bin jetzt glücklich. Das Medikament nimmt nur ein wenig oder nimmt etwas Panikattacken, aber ansonsten ja, habe ich dennoch Phasen, wo es mir nicht gut geht. Da macht natürlich das Citalopram auch nichts.
Ich leide ja dazu noch unter chronischen Schmerzen. Ich meine, wenn man jeden Tag Schmerzen hat, ist es schon sehr, sehr zermürbend. Aber dennoch mache ich einfach meinen Kram. Unter Schmerzen gehe ich dennoch laufen. Und wenn ich humpel, ja, ich gehe laufen. Und ich sage mir, solange ich laufen kann, bewege ich meinen Arsch. Und wenn ich irgendwann wegen Bandscheibe oder was auch immer nicht mehr laufen kann, dann kann man sehen, was man macht, ja. Ansonsten bin ich schon so eine Kampfsau und ich bin keiner, der das Handtuch wirft, obwohl ich oft natürlich denke, ich habe keinen Bock mehr, das Leben ist so scheiße. Aber ich bin einfach so eine Kampfsau und hab schon immer gekämpft und mich da rausgeboxt und mich durch Panikattacken geboxt. Ich meine, es nützt ja nichts. Es nützt ja einfach nichts. So, jetzt möchte ich noch sagen, wegen Citalopram, das ist ja ein Themenvideo. Ich habe das Ganze natürlich bei meiner Psychiaterin neulich erwähnt, dass ich ja nicht so ganz glücklich bin mit dem, dass ich das Gefühl habe, ein bisschen abgestumpft zu sein. Und also ich merke das zum Beispiel, ich weine viel weniger als früher. Früher habe ich viel mehr geweint. Da merke ich ganz klar einen Unterschied. Ich weine weniger. Ich weine einfach weniger. Fast gar nicht. Da merkt man so dieses Abgestumpfte. Ja, finde ich ein bisschen schade. Aber gut, ich habe es angesprochen und das kommt ganz klar vom Citalopram. Und da kann man nichts machen. Entweder oder. Ja? Entweder sage ich, ich möchte das zurückhaben, dann muss ich damit aufhören mit dem Citalopram. Muss man so für sich entscheiden und abwägen. Aber wegen der Schlafstörungen und Schweißausbrüche und so, sie meinte, ich solle doch versuchen, es liegt natürlich an mir. Wenn mich das stört, sagt sie, ich kann natürlich auf 30 Milligramm bleiben, aber wenn ich unglücklich bin und für mich sage, mich stört das mit den Schlafstörungen oder also insbesondere das Schlafen ist bei mir ja sehr gestört und das kann natürlich auch, also es kommt vom Citalopram ganz, ganz klar. Und ich denke, das ist natürlich auch immer dosisabhängig. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass das Ganze sich vielleicht ein bisschen verbessert. Schweißausbrüche, Gewichtszunahme, Schlafstörungen, wenn ich mit der Dosis wieder runtergehe. Das ist eigentlich jetzt mein Ziel und da habe ich aber auch Angst vor. Also ich habe noch nicht angefangen. Abgesprochen ist es mit meiner Psychiaterin, dass sie sagte, versuchen Sie auf 20 runterzugehen. Ich bin wie gesagt auf 30 und ich habe gleich zu ihr gesagt, ich werde niemals, niemals, nie von 30 auf 20 direkt runtergehen. Und da geht es schon los. Das ist wie beim Einschleichen, diese Probleme. Ich würde jetzt nicht von 30 auf 20 runtergehen. Das ist ein Schritt, der ist mir zu groß und da hätte ich Angst und ich glaube, das würde auch nach hinten losgehen. Ich tendiere dazu zu sagen, wie ich es auch beim Einschleichen gemacht habe, ich gehe runter, ganz, ganz, ganz langsam und gemächlich. Das heißt, von 30 auf 25, wenn überhaupt. Vielleicht sogar erstmal, ne, ich habe das immer so mit 2,5 Milligramm Schritten versucht. Also von 30 auf 27,5 und dann auf 25 oder irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. So, und da geht's schon los. Das ist natürlich schwer machbar mit Tabletten, denn ich muss selbst irgendwie mit dem Messer rumschnippeln. Ja, immer mal ein Krümel weg oder so. Anders geht's nicht. Denn zum Beispiel, also ich hatte eine Tablette, das war direkt 30 Milligramm. Und meine Psychiaterin hat neulich mir extra, weil wir gesagt haben oder weil ich auch zugestimmt habe, okay, wenn mir danach ist, wenn ich mich traue, werde ich es versuchen. Und sie hat mir jetzt bewusst das so verschrieben, eine Packung 20 Milligramm Citalopram und eine Packung 10 Milligramm, dass ich so eben, wenn ich denn jetzt möchte, ausschleichen kann. Das heißt, wenn ich jetzt nicht ausschleichen, sorry. Ich möchte nicht ausschleichen, ich möchte reduzieren. Ich möchte auf 20 runter und gucken, ob ich weiterhin stabil bleibe und das Ganze mit dem Gewicht aber dann auch wirklich stagniert oder ich hoffentlich sogar vielleicht wieder ein bisschen abnehme. Ja, also da könnte ich jetzt halt, wenn ich jetzt reduzieren würde, müsste ich jetzt oder könnte ich eine 20 Milligramm Tablette nehmen und von der 10er müsste ich halt ein bisschen rumschnibbeln. Denn bei Citalopram ist leider das Problem, die 10 Milligramm Citalopram Tabletten, egal welcher Hersteller, die haben keine Teilkerbe. Das heißt, ich kann die 10er nicht teilen, dass ich 25 nehmen kann, ja, und noch vielleicht ein Schnippel von der anderen Hälfte. Ist nicht. Das heißt, ich muss mit den 10 Milligramm wieder ein bisschen rumhantieren. Finde ich aber nicht ganz so schlimm, weil ich finde, da gibt es immer irgendwie Wege. Das habe ich beim Einschleichen auch so gemacht. Also, Kinders, das ist so der Stand der Dinge. Ich möchte jetzt versuchen, irgendwann, wenn ich mich denn traue, die Dosis zu reduzieren. Und deswegen sind mir solche Videos wichtig,
denn ich habe ja auch ein bisschen Reichweite und mich würde jetzt freuen, wenn sich Leute melden, die Citalopram nehmen. Ich möchte jetzt keine Horrorgeschichten hören. Bitte, bitte nicht. Ich bin froh, dass ich mein Citalopram nehme und im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Glücklich nicht. Ich meine, ich bin nicht deswegen glücklich. Es ist, aber ich kriege mein Leben zumindest einigermaßen geregelt. Ja, ich kann einkaufen gehen, früher auch, aber es war immer einfach sehr, sehr schwierig. Und natürlich habe ich Einschränkungen. Ich verreise nicht oder fliege nicht. Ich würde niemals in ein Flugzeug steigen. Also natürlich habe ich nach wie vor Einschränkungen. Ich fahre keinen Fahrstuhl. Also es ist nicht so, dass alles tippitoppitoppitoppitoppitoppi ist. Ich kann nach wie vor nicht alles machen und habe Einschränkungen. Aber mein Aktionskreis oder Aktionsradius ist größer geworden. Das habe ich mir aber vor Citalopram eigentlich auch schon wieder erkämpft. Ja, es ist halt nur so. Wie ich es gerade sagte, ich wiederhole mich, dass die Panikattacken einfach weniger kommen. Und ja, ich möchte jetzt, wie gesagt, versuchen zu reduzieren. Wann ich das wirklich wage, weiß ich noch nicht. Da wird es vielleicht mal wieder ein Update geben, wenn ich dann wirklich so weit bin. Und ja, ich weiß nicht, ob es klappt, inwieweit es mir. Wie gesagt, weil ich denke halt immer damals, als ich eingeschlichen habe, haben die 20 Milligramm ja nicht ausgereicht. Ich wurde damit einfach nicht stabil, habe immer noch viel Angst gehabt. Jetzt weiß ich nicht, wie das Ganze funktioniert rückwärts. Wenn man dann mal auf 30 war und stabil war, ob man dann runter auf 20 gehen kann und man stabil bleibt oder das Ganze wieder umgeschmissen wird sozusagen. Ja, ich kriege ständig Nachrichten hier rein, gebe mir ein bisschen auf den Sack. Genau, also mich würde interessieren, wer von euch nimmt Citalopram und in welcher Dosis? Das würde mich mal interessieren. Und habt ihr zugenommen? Wenn ja, wie viel? Also habt ihr zugenommen, weil sich tatsächlich euer Essverhalten verändert hat? Oder einfach so? Also bei mir, das muss ich an dieser Stelle noch sa sagen, mein Essverhalten an sich hat sich nicht wirklich verändert. Dadurch, dass ich aber ein bisschen gleichgültiger geworden bin in jederlei Hinsicht, was ich euch ja sagte, ich bin ja ich habe mehr Leck mich am Arsch Einstellung. Früher habe ich gedacht, okay, esse ich heute eine Pizza, weil ich weiß, ich vertrage das nicht so gut wegen meinem Darm, ich habe ja einen Reizdarm. Aber heute ist es so, ich bin da ein bisschen gleichgültiger geworden. Wenn ich eine Pizza essen will, esse ich eine Pizza. Und wenn ich eine Cola trinken will, trinke ich eine Cola. Ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken darüber, ja? Früher war das ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen, rein von dem, was ich esse, hat sich nichts verändert. Ich esse gerne Pizza, ich esse gerne Nudeln, also alles Dickmacher, wenn man so möchte. Ich esse leider kein Gemüse und wenig Obst. Jetzt kommt bestimmt, ist ja kein Wunder, wenn du zunimmst. Nein, das ist Firlefanz, möchte ich auch nicht hören. Ich habe mich immer oder auch die letzten Jahre vor Citalopram so ernährt und ich habe nicht zugenommen, nicht ein Gramm. Es gibt Menschen, die nehmen nicht zu, nur weil sie eine Pizza fressen. Ich sage es einfach mal so, ja. Ich bin einfach der Typ schlank. Das, was ich hier zugenommen habe, das sind 10 Kilo. Ist vom Citalopram und da diskutiere ich gar nicht. Das ist so, da bin ich überzeugt, das weiß ich. Und wenn ich Citalopram nicht mehr nehmen würde, würde ich wahrscheinlich wieder auf mein Gewicht runterfallen. Wobei ich nicht weiß, ich habe noch nie Diät machen müssen, obwohl ich nicht weiß, wie ich das wieder wegbekomme. Ob das von alleine weggehen würde, wenn ich jetzt kein Citalopram mehr nehme, weil die Kilo sind ja jetzt da. So, aber wie gesagt, mich würde freuen, wenn ihr einfach mal so ein bisschen berichtet. Schlaft ihr besser, schlaft ihr schlechter? Habt ihr zugenommen? Habt ihr auch so eine Schweißausbrüche? Die Schweißausbrüche habe ich übrigens auch einfach nur so. Ich muss da nicht unbedingt was tun. Ja, und was mich mega interessieren würde, ob schon mal jemand von euch die Dosis reduziert hat. Also nicht ausgeschlichen, diese Horrorgeschichten will ich jetzt auch gar nicht hören. Ja, ich habe ausgeschlichen und mir ging es ja viel schlechter, ich habe es nicht geschafft. Ich habe wieder angefangen, das höre ich und lese ich ganz oft. Wenn ich aber auch lese, ja, ich habe von 30 runter auf 20 und dann auf 0 oder so, ne, wenn ich dann so höre und das hat dann nicht geklappt und ich musste wieder anfangen, dann habt ihr selber Schuld, denn so schleiche ich nicht aus. Also man muss schon wissen, wie man ausschleicht.
Und ich würde niemals einfach von 40 auf 30, also in 10 Milligramm Schritten ausschleichen. Never ever, noch nicht mal in 5 Milligramm Schritten, sondern Krümelschritte über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Also das ist aber jetzt gar nicht das Thema. Mir geht es nicht ums Ausschleichen, ich will nicht ausschleichen. Ich bleibe beim Citalopram bestimmt noch einige Jahre, wenn nicht mein Leben lang, wenn es dann so sein soll, muss. Aber ich werde versuchen, auf 20 Milligramm zu reduzieren. Ich zeige euch mal, also wie jetzt so, das ist blöd jetzt, ne? Aber ich zeige euch mal so meine Figur. Was, also es sind ja nun 10 Kilo mehr. So, jetzt denkt vielleicht jeder, die ist doch schlank. Ja? Ja. Nur war ich mal schlanker oder ich war vielleicht auch dünn. Vielleicht war ich auch einfach zu dünn. Aber ich habe, Mann, sorry, hier habe ich ein bisschen Schatten. Machen wir es mal so. Ich zeige das ganz bewusst, weil ja, hier, na gut, ich habe jetzt eine Jogginghose an, aber wo ich zugenommen habe, ich habe an den Beinen und so gar nicht zugenommen und auch nicht hier an den Armen oder so. Ihr seht hier meinen Oberkörper und hier seht ihr meinen Bauch. Und mein Problem ist tatsächlich, dass ich, sagt man nicht Hüftspeck dazu, dass ich in der Tat genau hier zugelegt habe. Das ist hier so. Sieht man das, wenn ich so seitlich stehe? Es ist so ein bisschen, also gerade wenn ich eine enge Jeans anhabe, dann quillt genau das hier. Ich zeige es euch, ist mir jetzt egal. Es ist der Bereich, ich muss jetzt mal hier hin, dass ihr was seht, Mensch. Das ist der Bereich, wo ich zugenommen habe. Hier. Ja? Das sind immerhin, ich meine, das sind nun mal 10 Kilo mehr, die ich genau in diesem Bereich habe, hier. Und natürlich auch ein bisschen Bauch. Und das stört mich, das stört mich. Ich möchte das einfach wieder weg haben, ja? So, das wollte ich noch gezeigt haben. Und viele sagen jetzt vielleicht, kann ich nicht verstehen, du bist schlank. Ja, schlank finde ich das jetzt bald nicht mehr. Ne? Ich habe da ja schon einen kleinen Bauch. So, meine Lieben, das war's jetzt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch rege beteiligt. Und ja, ihr könnt ja mal berichten, wie so eure Medikamentenerfahrung ist. Generell, ich habe das früher verteufelt. Ich habe jahrelang, ja, wie gesagt, Medikamente abgelehnt, bis es einfach nunmehr nicht mehr ging. Aber als ich mit einem Medikament angefangen habe, das war damals Opipramol, das ist ein ganz leichtes Angstmittel, da habe ich schon 13 Jahre die Angststörung gehabt. Also ich habe mich 13 Jahre gequält, bevor ich überhaupt mit einem Medikament angefangen habe. Und ja, genau. Also es geht hier nicht um verteufeln oder anraten, oh, nehmt Medikamente, das ist so geil. Ne? Also darum geht es hier jetzt gar nicht. Das ist jetzt meine Citalopram-Erfahrung, die wollte ich euch mitteilen. Eben so dieses Für und Wider, man muss abwägen. Klar, weniger Panikattacken, aber ihr seht, zugenommen und ein bisschen Probleme mit den Gefühlen und Schwitzen. Ist hier schon wieder, ich kann egal wann, ich kann anfassen, es ist nass. Und ansonsten, ja, mit der Schlaferei. Gut, jetzt komme ich aber zum Schluss. Sabbel, sabbel, sabbel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Tut mir leid, eine Stunde gesabbelt. Das ist ja voll die Katastrophe. Aber ich würde mich freuen, wenn ja, der eine oder andere was dazu sagt. Und vielleicht hat jemand ja tatsächlich die Erfahrung gemacht, von einer höheren Dosis wieder auf eine etwas niedrige no Dosis zu gehen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Vielen Dank an dieser Stelle, wenn ihr bis dahin geschaut habt. Und ja, freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Bis dann!